Helden, wo seid ihr hier? Ihr seid im Dunkelseeviertel, aber hier gibt's auch Gegner. Das hätte ich nicht gedacht. Ach, diese Kultisten sind ja wieder mal überall. Attacke. Und Attacke. Und Attacke. Ja, Hild. Nimm doch mal was. Wirf doch mal was ein. So, und Angriff. Und Angriff. Jawohl. Und jetzt auf diesen hässlichen Magier. Halt. So. Ach, der ist gerade wieder geschützt. Dringil, wirf ihm mal ein Spinnenei entgegen. Das hat bei dem Tentakeltypen schon gut funktioniert. Hihihi. Und weg. Illydia, was finden wir hier? Wir finden hier einmal Gagat und ein bisschen Gold. Und hier ist einmal Blauaugentrauben. Der Dämonennetzspindling, den hat es auch zerlegt irgendwie. Das ist eine Falle. Super. Ich bin gerade etwas aus dem Konzept. Dringil, du schleichst und suchst. Da gibt's eine Truhe. Das ist eine Mimik. Wie gemein. Gong. Ach, die leckt Dringil ab. Ih, geht, 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 geht. So. Nebelschritt. Dahin. Jetzt. Dringil. Wo bist du? Da bist du. Gut. Siegreiche Woge. Dringilein, siegreiche Woge oder nicht? Machst du die oder machst du die nicht? Ich bin gerade unsicher. Nimm mal so den Heiltrank. So. Dringil, wieso gehst denn du dahin? Bleib doch mal stehen. Hier. Da ist der Gegner. Und wenn die was fressen will, dann kriegt sie so ein Spinnenei in den Schlund. Hihihihi. Schön. Mimik. Ah, Dringil, die leckt dich ja zu Tode. Nimm einen Trank. Illydia macht Wunden heilen, hoffentlich auf Dringil. Jawohl. Verbirg dich. Attacke auf die Mimik, die muss doch zu fällen sein. Das gibt's doch gar nicht. Na, endlich. Jetzt alle mal hier angreifen. Und so, jetzt auf den da. Hommet hält sich auch relativ wacker, das ist erstaunlich. Und jetzt auf den da. So ein Gebet der Heilung wäre nicht schlecht, glaube ich. Aber Illydia hört mir ja gar nicht zu. Dann halt nicht. Der Kampf wird auch so gewonnen. Gong. Und dort angreifen. Und. Und. Tschüss. Was hatte die Mimik dabei? Einen Umhang der Raschheit. Aktionsgeschwindigkeit. Hm. Heilerausrüstung, Trank der nekrotischen Resistenz. Verbesserter Heiltrank und Koralle. Noch irgendwas? Nö. Dringil, Suche. Ach, da unten sind doch welche. Das ist ja ein ewig langer Weg nach Dunkelsee. Ich dachte, ich kann hier irgendwie abkürzen. Und dabei gibt es ja noch so viele Kämpfe zu bestreiten. Geht mal bitte alle dahin.
Und da ist ein Dräglot, aber nicht mehr lange. Attacke. Gong. Allererst mal auf diesen Kultisten, glaube ich. Schwächender Schuss. Und macht ihn nieder. Und auf den da. Todesschuss. Verstecken. Gong. Splitterschuss. Verstecken. Und auf den Dräglot. Mal setzen. Verstecken. Immer das Gleiche. Und? Na los. Fertig, hurra. Was gibt's zu plündern? Einen Gürtel des Feuers. Aha. Und hier ist auch noch was. Gold. So, Helden. Trinki, such mal, hier gibt's ja Fallen. Ah ja. Ach, herrje. Zurück. Nicht in die Falle treten. Jetzt angreifen. Der steht ja mitten da drin. So, hier ist noch ein kleiner hingelaufen. Mach den alle. Ach, jetzt hat Hommet oder wer wieder alle eingefroren. Attacke. Und der Frock hinten macht gar nicht mit. Finde ich aber gut. Und jetzt hier angreifen. Nicht in die Falle tapsen, das ist wichtig, liebe Jahrhild. Keine Ahnung, was das für eine Falle ist. Die könnte aber wehtun. Alle Helden, zurück. Trinkiel alleine, läuft dahin, macht die Falle weg. Und plündert hier Siegelwachs und Todeskäse. Sowie dekorative Harfe und großer Heiltrank Amethyst und eine bemalte Goldkriegsmaske. Und dann Attacke. Oh, die Helden sind jetzt belastet. Aber was soll ich machen? Ich habe es ja gleich geschafft. Dann kann ich mich in Dunkelsee kräftig entmüllen. Dringil, was ist mit dir los? Eingefroren oder irgendwas? Mal setzen. Schießen. Frock AD. Frock AD. Bitte da unten hin. Attacke. Schwächender Schuss. Wirf ihm so ein Ei entgegen, der nervt. Schön. Und Attacke. Und Attacke. Und Attacke. So. Was gibt's hier? Tote Dretsche. Mit Heiltrank, Gagat und dekorativen Flaschenkorken. Ein Morgenstern der Schatten und Gold. Und Gagat Nobalnion-Götze. Das ist, glaube ich, neu. Ein Götze Nobalnions, dem Herrn der Feuermähne. Ich glaube, habe ich noch nie gefunden. Ja, das war's. Ich habe diesen Weg freigekämpft. Endlich. Nein, habe ich nicht. Ach, der Didasukubus. Ich wollte doch was verkaufen. Und jetzt habe ich außersehen mit der Hauptqueste weitergemacht. Wetten, ich kann nicht an ihr vorbeilaufen. Um hier irgendwo hinzulaufen. Ist hier überhaupt irgendeiner? Die sind ja alle weg.
Oh, war ja. Nee, der ist noch da. Der auch. Naja, hoffentlich kommt jetzt nicht ja der Endkampf. Die Helden sind immerhin belastet. Nein, Tassilis, mein Geliebter, ich habe euch alles gegeben. Ihr wart einmal mein Freund. Ihr könnt mir helfen. Erlöst mich von diesen Qualen. Was? Ja, das habe ich schon lange kommen sehen. Ihr habt bekommen, was ihr verdient. Ich werde die in Gang gesetzte Gerechtigkeit nicht aufhalten. Was ist da passiert? Tassilis, mein Geliebter, er hat mich geschunden, mich eingeschlossen. Er zerrt mich auf. Für ihn bin ich nicht mehr als Nahrung für die Magie, die Belafos, dämonische Diener, auf dieser Welt loslässt. Das hättest du dir mal vorher überlegen sollen. Ich flehe euch an, rettet mich und beendet damit die Invasion der Dämonen in Grackelstuck. Bitte? Habt ihr große Schmerzen? Dringil fragt, wo ist die Mondträne? Ich habe sie Tassilis gegeben und als Dank hat er mir das angetan. Bitte, ich weiß, wie ihr zu ihr gelangen könnt, aber ihr müsst mir helfen. Wieso sollte ich euch helfen? Wenn ihr es schon nicht tut, um meine Qualen zu beenden, dann tut es zumindest für euch. Tassilis und sein Meister haben die Mondträne an ihren geheimen Ritualort gebracht. Ich kann euch sagen, wie ihr dorthin kommt. Oh, bei allen Höllen, bei den Schatten des Abyss, befreit mich. Habt ihr große Schmerzen? Ja, unerträgliche Schmerzen. Mein Geist ist hin und her gerissen, mein Verstand gerät ins Wanken. Ich wiederhole mich, das hättest du dir vorher überlegen sollen. Was müssen wir tun, um dem ein Ende zu setzen? Es gibt einen Stein im Ritualkreis zu meinen Füßen. Er ist mit Belafos verbunden und er entzieht mir Kraft. Entfernt ihn und seine Macht über mich wird enden. Die Dämonen werden verschwinden und Grackelstuck ist gerettet. Ach ja, ich habe ja noch den Stein von Celestia. Also ich kann das jetzt gegen den Inferno-Stein austauschen, gegen den Bestimmungskristall von Celestia. Gibt es keinen anderen Weg? Wir könnten diesen Stein gegen den aus Celestia austauschen. Ich kann euren Hass nachvollziehen, mein alter Freund, aber ihr könnt mich doch nicht in die ätzenden Gewässer des Silbersees verbannen, den ewigen Qualen der Gefangenschaft der Archons ausliefern. Ist es wirklich möglich, dass ihr mich so sehr hasst, nach all dem, was wir zusammen durchgestanden haben? Auweia. Ja, die Frage ist, ob ich diesen Celestia-Stein nicht noch für irgendwen anders brauche, also zum Beispiel für Belafos. Was wäre, wenn wir stattdessen den Inferno-Stein benutzen? Ja, ein perfektes Ende. Schmerzlose Verbannung ins Inferno. Ah, süße, wunderbare Gnade. Wenn wir den Stein entfernen, der mit Belafos verbunden ist, seid ihr frei? Meine Lebenskraft wird schwinden und ich werde im Abyss geläutert. Genauso schmerzhaft wie jeder andere Tod. Doch immerhin werde ich frei sein. Dringil ist ja nicht so besonders intelligent und dieser Succubus hat ihn so richtig geärgert. Deswegen Stein von Celestia. So, jetzt habe ich das ja schon mal gehört, was sie gerade sagt. Ihr habt eine Strafe verdient. Ich werde den Stein von Celestia benutzen. Alles, nur das nicht. Entfernt einfach den Stein und tötet mich. Bitte. Ich kann euch bezahlen. Mit Informationen. Ja, ich werde euch helfen. In unserem Lager gibt es ein seltsames Relikt. Es ist ein Reisestein, ein Verbindungsstück zwischen Orten. Er bringt einen an jeden Ort, auf den er eingestellt ist. Nehmt den Stein zu meinen Füßen und benutzt ihn beim Relikt im Lager. Er wird euch den Weg zu Belafos öffnen, wo ihr Drow und Dämon für ihre Taten bezahlen lassen könnt. Und jetzt tut es. Setzt meinen Qualen ein Ende. Jetzt. Den Stein von Celestia benutzen, auch wenn sie es nicht mag, gerade weil sie es nicht mag. Nein, bitte nicht das, Ark! Ja, Strafe muss sein. Die hat mich so geärgert die ganze Zeit. Oder vielmehr Dringil hat sie geärgert.
kehrt zu Tezarais Lager zurück. Mach ich nicht. Erstmal wird hier was verkauft. Beim nächstbesten Händler, der gar nicht so einfach zu erreichen ist, wenn man überladen ist. Wo ist denn der nächste Händler? Der nächste Händler kommt bestimmt. Hier war doch ein Händler, oder? Ja, bitte dahin, Helden. Illydia ist schon da. So. Allen Ramsch verkaufen. Sehr gut. Und dann hier gleich noch das hier. Hinderlichkeit, Quatsch. Das ist auch Quatsch. Umhang der Raschheit. Ach komm, weg. Das hier war Käse. Und hier ist noch einiges mehr. Dass man hier jeden gestapelten Gegenstand einzeln verkaufen muss. Und weg. Ja, Helden, jetzt könnt ihr wieder laufen. Na, komm schon, jawohl. Mal gerade hier reingehen und ein bisschen verschnaufen. So, die Helden haben sich mal eben hier in dieses kleine Häuschen zurückgezogen. Denn es muss mal Kriegsrat gehalten werden. Der, die das Succubus, hat ihnen ja gerade erzählt, wie sie zu Tarsylis und Belafos kommen, über Tezareas Lager, Tezarais Lager. Und außerdem haben die Helden noch auf den Befestigungsmauern diese Tür zur Speisekammer entdeckt und auch noch einige Gegner im Dunkelseeviertel. Und jetzt, da alles wieder heile ist, also die Helden haben ja Ramsch verkauft, alles sieht ganz gut aus. Und deswegen sagen sie sich jetzt, okay, bevor wir in Tezarais Lager aufbrechen, wird jetzt noch hier alles weggeputzt, was irgendwie mit Dämonen zu tun hat. Und das heißt, die Helden gehen erstmal zurück zu den Befestigungsmauern, um diese seltsame, ominöse Speisekammer auszukundschaften. Denn da drin gibt es ja auch noch die, ja, Krone des Königs, angeblich. Zumindest glaubt Dringil das und denkt sich, das ist etwas, was ein Dieb gut gebrauchen könnte. Und wenn auch nur, um dem König einiges an Gold abzupressen, dafür, dass er seine eigene Krone wiederbekommt. Also, hier wieder rauf. Achso, Dringi, suche mal. Kann ich schaden? Was ist da? Ein Kultistenmagier, wo kommst du denn her? Ich dachte, ich habe euch alle weggeputzt. Na, offenbar nicht. Attacke. Ach, friss ein Ei. Und, ach nee, das lieber nicht. Komm schon. Oh, da fliegen die Gebeine. Und ich finde, eine Silvanus-Götze, einmal elfisches Marut und einen Chrysoberyl. Und ich frage mich wirklich, wo dieser Magier herkam. Komisch. Hoffentlich sind jetzt nicht wieder welche da. Das wäre doof, aber positiv denken. Die Mimik könnte wieder da sein. Ah, die ist wieder da. Irgendwie kann man die ja immer zweimal besiegen, habe ich den Eindruck. Mal setzen, zurück. Und schießen, Dringil. Nicht vergessen. Oh, die will unbedingt zu dir. Nebelschritt. Attacke. Ah, die ist ja nicht zu bremsen. Doch, sie ist zu bremsen. Und hat ein bisschen Gold dabei. Schade. Also, nicht schade. Aber es hätte was Besseres sein können. Jetzt hier über diese waghalsige Brücke zurück zu den Befestigungsmauern der Seefeste.